Liebe Zuschauer, schön, dass Sie München TV eingeschaltet haben. Mein heutiger Gast ist eine Dame und sie hat ihren ersten Kuss nach 4 Jahren in einem Aufzug bekommen. Ihr Name ist Beatrice Egawari-Herbold. Frau Herbold, ich freue mich heute, dass Sie bei uns in der Sendung sind. Und Sie haben ein schönes Buch geschrieben. Und zwar, ich halte es mal in die Kamera, Geliebte Freundin, meine geheimen Jahre mit Helmut Kohl. Genau. Herzlichen Dank erstmal für die Einladung. Ja, gerne, gerne. Bin gerne hier. Ich habe das wirklich in einem Zug durchgelesen, ja. Auch übrigens in Österreich. In Österreich ging ja die Geschichte los. Sie gingen in eine Sauna rein, in Bad Hofgastein. Und dann saß plötzlich, wie Gott ihn schuf, neben ihm der Bundeskanzler Helmut Kohl. Ja, er saß nicht sofort neben mir. Das hatte schon gereicht, als ich die Tür geöffnet habe. Okay, aber haben Sie sofort gesehen? Ja, er saß direkt vis-à-vis. Echt? Er saß vis-à-vis und mein damaliger Mann sagte noch, der ging voraus und ich kam in den Saunabereich und das war jetzt nicht so, wie man so heute den Wellnessbereich kennt, so sehr edel und fein, sondern alles weiß gekachelt und die Sauna war so ein Bretterverschlag mit so einem kleinen Guckloch, so war die Tür. Und mein damaliger Mann saß da und flüsterte. Und ich denke, es ist kein Mensch hier, was flüstert er denn? Und dann sagt er, du kannst da nicht rein. Ich sage, wieso kann ich nicht in die Sauna? Nein, da passt keiner mehr rein. Aber auch gemischte Sauna, oder? Ja, natürlich. Ja. Er hat nie was sperren lassen. Mhm. Es konnte jeder, der Hotelgast war, dort saunieren. Ja, und dann öffnete ich die Tür und ich stand wirklich wie angewurzelt, aber ich habe mit allem gerechnet, aber nicht damit, ja. Und ich, im Moment, man weiß gar nicht, was man machen soll. Also wollte ich dann langsam den Rückwärtsgang einlegen und dann sagte er schon, kommen Sie rein, junge Frau. Und den Satz werde ich nie vergessen, ja. Und dann rückten auf einmal alle und plötzlich war der Platz direkt neben ihm frei. Das war mir natürlich noch unangenehmer. Was hat der Ihr Mann gesagt? Oder der, was? Der ist ja gar nicht mit rein, der hat sich nicht getraut. Und dann ging so ein leichter Smalltalk los? Ja, also ich saß noch nicht ganz da. Ich musste mich auch erstmal ein bisschen erholen, dass ich jetzt also neben ihm saß und ich habe ihn gar nicht angeguckt. War da schon Körperkontakt? Nein. Nein, aber ich habe gesehen, dass er sich nicht bedeckt hatte. Okay. Und während ich hatte damals 34, 36er Konfektionsgröße und trotzdem war mein Handtuch bis oben hinzu. Ja. Naja, dann saß ich da und dann sagte er, wo kommen Sie her? Und dann habe ich gesagt, ich komme aus Hessen. Ach, eine Hessin. Mhm. Und da sagte er eben auch den Satz, das hätte ich mir ja denken können. Ich sage, wie kommen Sie darauf? Sieht man mir an, dass ich aus Hessen komme? Und ja, die Hessen, das sieht man, die sind verfressen und, was hat er noch gesagt? Und die sind verfressen und wenn sie noch aus Königstein kommen, dann sind sie auch noch reich, so in etwa. Und dann habe ich gesagt, ich komme aus Königstein. Aber woran wollen Sie festmachen, dass ich reich bin? Also das ging so los. Und alle haben zugehört, oder? Keiner hat ein Wort gesagt, nur wir beide. Und ja, dann saß ich neben ihnen und irgendwann guckte ich dann von innen nach außen durch dieses kleine Guckloch. Und man muss wissen, dass ich vorher wirklich mir die Nase platt gedrückt habe an diesem kleinen Fensterchen, um zu schauen, ob die Sauna wirklich voll ist. Ja. Die war aber, das Glas war so vernebelt, dass man sich sehen konnte. Aber von innen war glasklare Sicht. Das heißt, er war bestens darauf vorbereitet, als ich reinkam, nur ich nicht. Und dann, als ich das registriert habe, dachte ich, wie peinlich, was soll man da machen? Eine peinliche Situation. Ja, ja, und wie war das dann, als Sie waren im gleichen Hotel? Das war rein zufällig vermutlich, oder? Nein, mein Ex-Mann hat das ganz bewusst ausgesucht, während ich das eigentlich gar nicht wollte. Wusste er, dass da immer Helmut Kohl ist? Genau. Ah, okay. Und ich wollte das nicht, weil ich habe angenommen, dass bei einem flusst uns oder auch bei, vom Zeitlichen her, dass wir uns da gar nicht so frei bewegen können. Aber das war gar nicht so. Also die ganzen Securities waren eigentlich fast nur außen. Es sei denn, er ist mittags, jeden Mittag, also Nachmittag ist er losgegangen mit seiner ganzen Entourage und ist spazieren gegangen. Dann hat man auf einmal gesehen, wie viele Leute eigentlich zu ihm gehören. Und da war natürlich die Sicherheit und natürlich Ecki Seber war immer dabei. Aber in der Sauna... Ecki Seber war sein Fahrer. Sein Fahrer, Betreuer seit über 40 Jahren. War mit dem per Du? Nein, nein. Und Ecki Seber hat immer gesagt, Chef. Und das fand ich immer ganz lustig. Schön, schön.
Der war ja auch von der Diskussionsstufe sehr hoch angesehen. Also gerade als Fahrer kriegt man ja so im Grunde alles mit. Also ich bin ganz sicher, jedes Telefonat. Wenn Herr Seber ein Buch schreiben würde, und ich hoffe, das macht er noch, da gibt es ganz viel zu berichten, ganz sicher. Ja. Aber er war sehr loyal und er hätte nie ein Wort gesagt. Ja. Jetzt, Frau Herbold, Sie haben sich dann quasi nach der Sauna noch kurz im Hotel vermutlich gesehen? Genau. Hat er da nett gegrüßt oder wie? Ja, also ich habe dann am gleichen Abend, wie gesagt, ich habe ihn nicht einmal angeschaut und es gab ja dann noch so, ich weiß nicht, also er war sarkastisch in seiner Art und man wusste manchmal gar nicht, wie man darauf antworten soll. Also er war auch ein sehr lustiger und fröhlicher Mensch, das glaubt man eigentlich gar nicht. Und auch rhetorisch gut. Sehr. Also man glaubte immer, er war rhetorisch wirklich fantastisch, er brachte die Sprache so richtig auf den Punkt. Genau, also das haben ihm viele eigentlich so gar nicht zugetraut. Ja. Und also eigentlich war er immer anders, als man das so dachte. Jetzt so, da haben Sie gegrüßt und haben Sie schon gemerkt, irgendwie, er hat Antenne auf Sie? Ja, und zwar war das, an dem Abend. Merkt man als Frau, als hübsche Frau, ja? Ja, das habe ich schon gleich gemerkt. Und gut, in der Sauna habe ich noch gar nichts gemerkt, da war ich nur mit meiner eigenen Peinlichkeit hatte ich da zu tun. Ja. Aber abends waren wir waren ja ganz normale Skifahrer dort, das heißt, wir haben nicht gefastet, aber die Fastengäste, die mussten immer an dem wunderschönen Buffet vorbei, um in ihren Restaurantbereich zu kommen, und das tat mir eigentlich in der Seele leid, ja, weil man da fastet und man sieht dann die Köstlichkeiten. So, und jetzt stand ich am Dessertbuffet und sah diese Käse, was ich sehr gerne esse, käsesortierten, wunderbaren Spezialitäten. Und ich packte das auf meinen Teller und ich hörte von ihm, ich sah schon irgendwie so, also ich sah ihn gar nicht, aber ich merkte so einen Schatten über mir. Und dann stand er da und sagte, ich hab's doch gewusst, ich hab's doch gesagt, Sie sind verfressen. Und ich hatte wirklich so ein paar Stückchen auf meinem Teller. Und dann sagte ich ihm den Satz, ohne mich umzudrehen, ja, ist klar, Sie sind nur neidisch. Und als ich das sagte, dachte ich, wie sprichst du mit dem Bundeskanzler? War das auch so peinlich. Und, aber das hat er wahrscheinlich gemocht. Er mochte das. Er mochte das, dass man auf Augenhöhe mit ihm spricht. Das war die ganze Zeit eigentlich so unser Einstieg. Ja. Dass ich konnte gar nicht anders. Ich habe sofort reagiert. Ich habe sofort gesagt, was mir in den Sinn kam. Und das fand er lustig. Und ich glaube, sowas kannte er gar nicht. Aber ihr habt dann beim ersten Mal noch nicht irgendwelche Koordinaten ausgetauscht? Nein, haben wir gar nicht. Und wie war denn das dann? Ist ja wieder ein Jahr vergangen? Ja, es war ein bisschen anders noch, weil am nächsten Tag habe ich ihn da kam er vom Skilaufen so um zwei zurück und das war so seine Zeit, um loszumarschieren. Und da stand er in der Lobby. Und wir sind, mein damaliger Mann und ich, sind gleich dann vorbei Richtung Fahrstuhl. Und dann sah er mich und hat mir so ein Zeichen gegeben, ich soll warten. Und mein Mann, der ist gleich weiter. Und dann kam er auf mich zu und gab mir seine Hand. Und da habe ich ihm das erste Mal in die Augen geschaut. Er hat übrigens schöne Augen, ja. Deswegen war mein erstes Geschenk an ihm, war eine Krawatte mit lauter Teddybären, die in einen Anzug steckten, die selbst dann auch Krawatten getragen haben. Aber da haben Sie schon gemerkt, war da auch von Ihrer Seite ein Funken da, wo Sie gemerkt haben, irgendwas hat der Mann. Sofort, also da war sofort diese Ebene da. Mhm. Und vor allen Dingen, man schaut sich in die Augen und da habe ich so, ich habe mir im Geiste an die Stirn gefasst. Und habe gesagt, also du kennst den Mann, aber jeder kennt ihn natürlich. Nur bei mir war das Gefühl, ich kenne ihn woanders her, ich kenne ihn persönlich. Mhm. Da war sofort diese tiefe Verbindung. Mhm. Und das kannte ich nicht, das habe ich noch nie erlebt. Und wie war das dann? Hat er dann irgendwie gesagt, wir sehen uns wieder? Oder? Nein, er hat mich nur begrüßt und hat mir einen schönen Tag gewünscht und gefragt, wie es denn oben auf dem Gipfel war und so weiter. Und ob ich denn abends auch wieder in die Sauna komme. Und dann kamen Sie hin? Ja, tatsächlich war das dann so, dass ein kleines Schildchen, was wir einen Tag vorher gar nicht gesehen hatten. Reserviert oder was? Genau. In Echt? Der Zeit Mit sowieso. Ihrem Namen, oder? Nein, reserviert für ihn und für die normalen Hotelgäste nicht gestattet. Ah, okay. Und dann hatten wir aber zufälligerweise Ecke Seber auf dem Flur getroffen und da fragte er uns auch, kommen Sie denn nachher? Und da sagten wir, ja, ist nicht gestattet. Und dann sagte er, was, das haben wir nie veranlasst. Das würde der Chef O-Ton, würde der Chef nie machen. Okay. Weil das war genau Helmut Kohl. Man, aber er hat gesagt, kommen Sie dann abends wieder in die Sauna. Genau, und haben wir dann auch gemacht. Aber das ist genau... Mit Ihrem Mann oder was? Ja, aber er ist nicht rein.
Er hat irgendwie einen ganz großen Bogen immer um ihn gemacht. Hat er das gespürt? Ich glaube ja, aber mir war das gar nicht bewusst. Ich war ja irgendwie, dachte ja. ich... Und wie ja. war das dann beim zweiten Mal? Wie war das? Ach, das wurde dann immer lockerer. Ne? Ja, ja, ja. aber interessant, es gab immer wieder neue Hotelgäste. Mhm. Klar, es reißen welche ab und welche kamen dazu. Er hatte so einen Kern von seinen Sauna... Saunafreunden, da war der Arzt von Strauß dabei und ein Zahnarzt aus München und so verschiedene andere, die ich auch über die Jahre dann ganz gut kennengelernt habe. Frau Professor Jakobait, mit der ich lange befreundet war, das war die frühere Senatsbaudirektorin aus Berlin und so weiter. Aber eben immer wieder Hotelgäste und glauben Sie mir, da waren Hotelgäste dabei, die ihn nicht mochten. Und das hat er sofort gespürt. Aber das wollte er. Er wollte wissen, wie die auch mal denken. Und das Allerschönste ist ja, der hat ja nicht das Handtuch sich irgendwie umgeschwungen, der hat das Handtuch wie so eine Aktentasche unterm Arm getragen. Ne? Wie Gott ihn schuf. Ja, das war den anderen war es peinlich. Schön. Dann sind Sie ja jedes Jahr hingekommen und irgendwann, jetzt kommen wir mal zurück, irgendwann im Aufzug kam der erste Nach Kuss. Nach 4 Jahren. Ja. Aber das finde ich ja auch, ist ja wirklich, ja. Also, da können ja manche jungen Menschen schon mal lernen. Also nicht klein, also, aber es war dann so ein leidenschaftlicher Kurs. Ja, es war ganz anders geplant, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Also wir haben ja, aber da haben Sie ihn schon geduzt, oder? Nein. Echt? Nein. Und zwar es ist so gewesen, ich habe bei dem allerersten Mal, als wir uns kennengelernt haben, habe ich danach, weil ich dachte, das ist ein Akt der Höflichkeit. Wir hatten ja sehr schöne Gespräche geführt und nicht nur in der Sie Sauna. Haben ihm, glaube ich, mal einen Brief geschrieben oder so. Habe ich ihm einen Brief dagelassen und da hat er darauf geantwortet. Mhm. Und das waren die Jahre drauf. Hat eine schöne Schrift auch gehabt. Ja, sehr schön. Und letztendlich mit meinem damaligen Mann, das ging, also es war ja vorher schon das Problem da, es ist ja nicht durch Helmut Kohl entstanden, sondern davor. Und ich habe dann im vierten Jahr auch gesagt, so, also jetzt fahre ich alleine hin und er wollte auch gar nicht mehr und hatte auch schon überlegt auszuziehen. Und ja, und so war ich alleine dort, hatte eine Freundin dabei und eigentlich waren wir immer zusammen, aber in dem Moment war sie woanders. Herr Seber war auch nicht da. Ich weiß nicht, ob es geplant war oder Zufall. Und da waren wir beide eben im Aufzug und ich wollte mich von ihm verabschieden, weil ich am nächsten Tag abreisen wollte. Und da haben Sie schon gespürt, irgendwie so Schmetterlinge im Bauch, oder? Das war alles hatte ich da, ja oder? Schon vom ersten Moment Schön. An. Ne? Vom ersten Schön. Moment. Und ich bin sicher, dass er das auch hatte, weil er hat es mir ja später dann auch bestätigt, dass es ihm genauso ergangen ist. Ja, ja und dann nahm er mich in den Arm. Und, aber glauben Sie, ich war so verwirrt und so durcheinander, als ich dann in mein Zimmer wieder bin, wir haben auf der gleichen Etage gewohnt, habe ich noch nicht gedacht, dass wir da zusammenkommen, sondern ich habe gedacht, das ist jetzt aus Versehen. Passiert. Oder gut, das vergessen wir ganz schnell, das ist viel mehr schwer. Aber nur so sah ich das. Und dann sagte er so zu mir, du wirst sehen, ich komme dich besuchen in deiner Agentur. Dann ist aber noch mal ein Jahr vergangen. Und dann kam er, ich glaube, das war der 19. Aber habt ihr da schon die Telefonnummern ausgetauscht? Ich hatte schon vorher seine Telefonnummer und wir hatten auch immer wieder mal telefoniert. Also ich habe mal und wie war das da? Wie war das da? Also als ich das allererste Mal angerufen habe, habe ich ja gedacht, Gott, du wirst da nie durchgestellt und der weiß gar nicht mehr, wie du heißt. Frau Weber im Sekretariat. Genau. Und wenn man Frau Weber nicht kennt... kommt man nicht durch. Ja, aber es ist auch so, die Frau Weber hat eine sehr, sehr dunkle Stimme, sodass sie gar nicht denken, dass es eine Frau ist. Und da war ich so verwirrt, weil ich das nicht wusste und dachte, Gott, du hast dich verwählt. Und dann sagt sie, nein, nein, alles richtig und ich würde gerne und dachte, sie würde mich jetzt fragen, warum, wieso, weshalb. Ja. Ja, kein Problem, warten Sie kurz, ich frage mal nach, ob er Zeit hat. Und dann vergingen 3 Sekunden. Und wie war er da immer? Also das war wie sein Händedruck, der war ja ganz weich und zärtlich, so war auch seine Stimme ganz zärtlich und ganz weich. Und man merkte auch die Freude, wenn er sie am Telefon hatte. Genau, er hat sich richtig gefreut und ich habe ihm erzählt, dass ich mit Fasten angefangen habe, das habe ich also wirklich direkt ein Jahr danach dann auch gemacht, zu Hause. Von ihm probiert. Auch irgendwie so ein bisschen... Ja? Also er wollte das alles wissen, wie es mir geht und hat dann diese Tipps gegeben. Und ich habe dann nachher gedacht, mein Gott, du unterhältst dich mit dem Bundeskanzler, wie es dein Darm geht oder so. Und, aber das war für ihn ganz normal und da hat er sich drüber gefreut. Dann habt ihr ja einfach, ihr habt euch verliebt. Vom ersten Moment an, Ihr habt euch verliebt, das war richtige Liebe. Ja. Und diese Liebe, beschreiben Sie mal, wie war die Liebe? Da kann man sich ja alles sagen, man kann...
auch sexuell alles erleben. Also alles. Ja. Jetzt müssen Sie bedenken, ich habe meinen damaligen Mann mit 21 kennengelernt. Das heißt, das war quasi der zweite Mann, oder wie? Nein, ich hatte, Gott sei Dank, hatte ich zwei Freunde davor. Also, okay. Dass ich wenigstens ein bisschen Erfahrung hatte. Aber ich war 15 Jahre tatsächlich immer nur mit meinem damaligen Mann zusammen. Da gab es keine Ausrutsche. Okay. Also nicht von meiner Seite, ja. Schon von... Eher von ihm. Es war so. Es hat ein bisschen gedauert, bis ich es verstanden habe. Ja. Also eben, ich war eben auch lange eine Ehefrau. Ich weiß, wie das ist, wenn man sich Sorgen um den Mann macht, wenn der morgens um 4 immer noch nicht zu Hause ist. Klar. Und solche Sachen. Zumal ich das als Ehe gesehen habe. Ja. Und da denke ich, dass es mit Hannelore Kohl und Helmut Kohl anders war. Das war eben die besagte Freundschaft. Und, aber er hat sie auch sehr geschätzt. Also, Hannelore Kohl war für ihn eigentlich das Ein und Alles. Ja, nur wow. Es war, wie soll ich sagen, die allerbeste Freundschaft. Ja. Aber er brauchte vermutlich beides. Ja, also es ist auch so, ich hätte das nie öffentlich gemacht. Hm. Wenn Hannelore Kohl jetzt gesagt hätte, ich möchte mit meinem Partner zusammen sein, ich möchte mein Leben sortieren, ich möchte da glücklich sein, ich möchte nicht immer auf Helmut warten, dann hätte ich gesagt, wenn deine Frau den ersten Schritt macht, weil sie es so möchte, dann würde ich mich auch dazu bekennen, aber vorher nicht. Mhm. Und ich wollte auch nicht, dass Hannelore Kohl, sie wusste von mir, aber sie wusste nicht meinen Namen, da bin ich ganz sicher. Nur, was wäre das in der Öffentlichkeit? Das hätte uns ja auch nicht weitergebracht. Und außerdem, ein Bundeskanzler ist in erster Linie erstmal gewählt. Und da steht natürlich das Amt an erster Stelle. Und wenn man so lange Bundeskanzler war wie er, und er fand das wirklich zu lang, dann möchte man nicht abgewählt werden, sondern freiwillig abtreten. Und das war seine Intention 98. Und dann hätte Hannelore Kohl vielleicht gesagt, so. Aber dazu kam es ja leider nicht. Ihr Buch, ich halte es gerne nochmal in die Kamera, ist wirklich sehr, sehr nah geschrieben und nicht irgendwie reißerisch. Nein. Sondern wirklich, da stellen Sie auch den Menschen Kohl, aber auch Sie selbst bringen sich wahnsinnig richtig ein. Da gibt es natürlich tolle Geschichten, aber wie war denn jetzt so, wenn man einfach zeitlich begrenzt ist? Sie hatten ja wahrscheinlich mega Zeit und eher nur stundenweise und so. Wie war da die Freude? Wie ist es? Es ist ja fast, dass man immer sagt, Mensch, wie Weihnachten. Jede Woche kommt da Weihnachten, oder? Ja, damit habe ich auch nicht gerechnet, dass er wirklich das so einrichten konnte. Ja, er hat sich das freigeschaufelt. Und Sie hatten ja dann so eine Wohnung, er besuchte Sie ja in Wiesbaden, oder? Genau. Also und war das mit Aufzug oder so? Nein, das war eine Altbauwohnung. Da knackst du ja auch mal die Treppe, oder? Ja, es war alles frisch saniert, war auch ein sehr, sehr schönes Haus. Es war ein zweiter Stock und man muss wissen, das war im Rheingauviertel, eines der schönsten Gegenden in Wiesbaden, aber eine Einbahnstraße. Also Ecke Seber konnte nicht lange mit dem großen Mercedes da stehen. Also er musste schnell raus und dann fuhr er weiter. Und war da ja Bewachung auch immer dabei, oder? Nein, nicht. Überhaupt hat er dann einfach, wollte er nicht? Nein, er war ja auch, diese Geschichte schreibe ich auch mit Strauß und Kohl, wie die ganz alleine nach Klamm spazieren gingen und so weiter. Und wo die Leute sagen, was, das können die ja nicht sein, da ist ja kein Bodyguard, da ist ja niemand. Ja? Und er sagte immer, rechnet kein Mensch mit. Deswegen bin ich da nicht in Gefahr. Ja. Wenn man auf Veranstaltungen gehen muss, dann ist es was anderes. Insofern nur Ecke Seber oder eben andere Fahrer, die haben ihn gebracht. Aber nun ist es ja so, Kohl hat den Bekanntheitsgrad von 100%, also jeder kannte ihn. Eigentlich, also wie war das, wenn er so nachts kam oder plötzlich kommt mal so die Nachbarin raus und sagt, Mensch. Der kam auch tagsüber, aber glauben Sie, der hatte wirklich Glück. Der hat nicht sich verkleidet mit Hut oder Schirm. Auch nicht so heimlich getan, oder? Nein, gar nicht. Der ist selbstbewusst. Das ist ja auch, weil er sie wirklich geliebt hat. Ja, er hat sie richtig geliebt. Dann ist es auch wurscht. Also offen gestanden, er war so mutig, dass es mir manchmal peinlich war. Ich habe immer Haben Angst Sie mit gehabt. Ihm auch mal darüber gesprochen? Ja, ich habe immer gesagt, um Gottes Willen, und mach wenn das bitte kennt, so nicht. Oder? Ja, nein, es gibt ja eine Szene, wo wir im Restaurant waren, im Hessischen Hof. Das ist ein sehr schönes Restaurant auch. Das Hotel ist bekannt an der Messe. Gelegen und das war für ihn auch praktisch. Also in Frankfurt, oder? Genau, und da rief er eine Stunde, zwei Stunden vorher in etwa an und sagte, er hätte jetzt Zeit und er wäre in Frankfurt und ob ich Zeit hätte. Und, ja, und dann waren wir, haben uns dort getroffen, relativ früh, so um 12, da war es fast leer. Und da saßen wir da und ich hatte kurz vorher gefrühstückt, ich konnte gar nicht viel essen.
und habe nur einen Salat bestellt. Da hat er sich furchtbar aufgeregt. Jetzt lade ich dich hier ein und du isst nur einen Salat. Und er hat also natürlich irgendein Fleisch und irgendwie große Sachen. Dann kamen wir zum Dessert und seine hatte ja so ein paar Favoriten und unter anderem Schokoladenkuchen. Und er bestellte also eine große Portion und ich habe gesagt, nein, ich möchte nicht. Und hatte dementsprechend auch kein Besteck. Und er schob mir einfach seinen Löffel in den Mund. Und dann, es war aber mittlerweile, das ganze Restaurant war voll, alles Männer. Also ich habe keine einzige Frau wirklich wahrgenommen. Und die guckten alle. Und mir war das peinlich und ihm war das völlig egal. Und als wir dann das finde ich toll jetzt. Einfach, der stand total zu Ihnen. Der stand total zu mir, ja. Das ist doch toll. Ja, ich kann mich auch nicht, jetzt, konnte mich nicht beschweren. Warum ist das so? Was sind Sie denn für eine Frau? Sie haben ja Energie. Was ich glaube, die Energie hat er mir gegeben. Also man hat er glaubt, schon, ne? Ja, und weil, die ist immer noch bei Ihnen zu spürbar. Ja, da gebe ich Ihnen vollkommen recht, immer noch spürbar. Professor Lejeune. Weil ich war ja, bei uns gab es ja kein Ende. Wir haben ja nicht gesagt, weder der eine noch der andere. Wir haben es beide gespürt. Es war gelebt und es war zu riskant. Ja. Und mit der Spendenaffäre, da wollte er mich auch schützen, weil es war ja schon schlimm, was der Hannelore Kohl passiert ist. Ja. Also die hat ihm aufs Kreuz gebrochen quasi. Das, also, da war er einfach... Ja, weil alles, was um seine Familie ging, um die Söhne und eben auch um seine Frau, das war für ihn ganz furchtbar. Und ich habe immer, ich konnte das gar nicht verstehen, dass fremde Menschen Hannelore Kohl auf der Straße angespuckt haben, ihr Vorwürfe gemacht haben, für etwas, wozu sie gar nichts konnte. Ja. Aber selbst Helmut Kohl hat es natürlich, er hat das alles bitter bereut, dass es so gelaufen ist, nur er konnte es nicht ändern. So. Aber er gab mir immer diese Energie und diese Leidenschaft. Und als ich dieses Buch jetzt angefangen habe zu schreiben, da merkte ich, wie das alles so, wie ich mich verändert habe, wie ich klarer wurde vom Kopf, wie ich auch wieder offener wurde. Irgendwo erwachsen wahrscheinlich, oder? Naja, mit 61, aber es ist schon jung aus. Aber trotzdem. Nein, es war wie so ein Loslassen. Ja. Es ist ja auch übrigens ein Buch, was ja wahrscheinlich millionenfach auch Menschen lesen können, die vielleicht jetzt nicht so prominent sind wie Herr Kohl war, aber die vielleicht ähnliche Verhältnisse haben, wo man sagt, wenn man wirklich Liebe hat, dann muss man auch dazu stehen. Ja. Selbst wenn einfach die Familienverhältnisse anders sind, weil Liebe kann man nicht ausgrenzen. Genau. Also jetzt war es ja so, er hatte ja sehr viel von Herrn Schäuble gehalten. Er wollte ihn ja als war sein bester aufhört. Freund. Aber da war er ja tief enttäuscht. Ja, da war er. Warum war das so? Wie war das? Das hat er wahrscheinlich auch bei Ihnen besprochen. Ja, natürlich. Was hat er da gesagt? Naja, also 97 sagte er schon, Ende 97, dass er nicht mehr antreten möchte. Er findet das sowieso, also 16 Jahre eigentlich zu lang. Eigentlich müsste man das wie in Amerika halten, weil so ein Amt... geht in die Knochen. Geht in die Knochen, ja, so viel Energie. Und man hat ja gemerkt, dann hat er in Hofgaster mal ein bisschen abgenommen und dann ging es wieder gut, aber bis das Jahr um war, ging es wieder von vorne los. Wenn man Vollblutpolitiker ist, so wie Helmut Kohl es war, davon vermisse ich heutzutage doch relativ viel in der Politik. Ich wünschte mir so einen Helmut Kohl zurück. Ja. Ja. Dann kann man das verstehen. Nein, es war... dann letztendlich so, dass er alles darauf vorbereitet hat, dass sein Nachfolger für ihn der einzige Mann eben Wolfgang Schäuble wird. Und Wolfgang Schäuble hat aber Folgendes gemacht, und da muss ich eine kleine Geschichte vorweg erzählen. Als der Bruder von Helmut Kohl in den Krieg gezogen ist, und das ist der Walter Kohl, deswegen heißt er auch sein erster Sohn Walter, eigentlich als gutes Omen gedacht, ist ja auch so, hat er ihn zur Straßenbahn gebracht und während der Bruder einsteigt, dreht er sich auf den Treppenabsatz um. Dann sagt er, ich komme nicht mehr wieder. Ich komme nicht mehr wieder. Und dann gingen die Türen zu und er stand da geschockt. Und deswegen wollte er eins, das war überhaupt seine ganze Intention, warum er Bundeskanzler werden wollte. Er wollte Kriege vermeiden. Und wir hatten ja unter seiner Zeit, okay, es war der Jugoslawienkrieg, aber sonst ging es uns eigentlich ganz gut. Und Wolfgang Schäuble hat den Fehler gemacht, und das sage ich jetzt, weil es auch bei Wikipedia steht und es ist auch andere haben darüber berichtet, dass es eine Spende gab von einem Waffenhändler. Und zwar ist das der Herr Schreiber gewesen, Karl-Heinz Schreiber.
Und das hat Wolfgang Schäuble angenommen und der Waffenhändler und eine Spende in die Private. Da war auch Leisler Kiep dabei und so weiter. Genau, ja. Richtig. Das konnte er ja nicht. Nein, das konnte er nicht verzeihen. Und wenn man heute, und das ist übrigens, es gibt drei Gründe, warum ich das Buch geschrieben habe. Unter anderem ist ein Grund, es gibt tatsächlich Menschen, die sagen, er hätte sich die 2,1 Millionen in die eigene Tasche gesteckt. Also wenn man ein klein wenig mit Politik sich auskennt und ihm wirklich mal ins Gesicht geschaut hat, dann wusste man nie und nimmer. Er und hat Geld war ihm auch nicht so wichtig. Überhaupt nicht. Sondern er war wirklich ein Vollblut-Politiker und genau. Ihm waren die Menschen wichtig. Ihm waren die Menschen wichtig, ja. Absolut. Ja. Er hatte zwar immer Geld bei sich, es war nicht so, dass er keins hatte, ja, weil da hat man auch mal schon mal nachgefragt, dass er, nein, Geld habe ich, ich leime es nicht von meinem Fahrer oder so, aber Hat er Ihnen denn auch mal gesagt, ich liebe dich? Ja, also er ist nicht der Mensch gewesen, der jetzt sagt, ich liebe dich. Oder ich mag dich, sondern das ist ja, wenn man das jemand sagt, dann ist es wirklich... Ja, ja, aber bei ihm war es in erster Linie die Gesten. Er ist eigentlich nie gekommen, mit nichts in der Hand. Hat so kleine Geschenke gegeben? Immer. Ja. Und wie erzählen Sie, wie war das, als er zu Ihnen kam? Da haben Sie es wahrscheinlich auch schön, Sie haben ihn bekocht wahrscheinlich. Also das erste Mal, als er zu mir nach Wiesbaden, das erste Mal kam, war ich so aufgeregt. Ich hatte gekocht und... Und da haben Sie erst mal gedacht, kommt er oder kommt er nicht, oder? Also ich konnte es ja nicht so richtig glauben, aber ich war natürlich vorbereitet, aber ich war zu vorbereitet und dann wird man nervös, ne, ja, wenn natürlich. Man da so viel Zeit hat. Und dann war er endlich da und das erste Mal bei mir in der Wohnung und ich habe alles fallen lassen. Mir ist sogar irgendwie das Hähnchen vom Teller gerutscht. Also es war Und hat er sich dann beruhigt? Oder? Ja, er hat gesagt... Ich hatte 4 neue Stühle in der Küche, es war so eine Wohnküche. Und die waren noch nicht ausprobiert. Und da saß er da und dann sagt er, komm mal her, Mädel. Ne? Und ich sollte mich auf seinen Schoß setzen. Und ich dachte, peinlicher geht's nicht, wenn der Stuhl jetzt noch zusammenbricht. Ja. Und wie hat er sie genannt? Beatrice oder hat er Schätzchen gesagt? Oder? Ja, Liebes. Und, also nicht. Also immer schön. Ja, und gar nicht mein Name, sondern immer so Kleines. Und fühlte ich mich dann auch so behütet. Ja. Er hat sie ja auch, also wie gesagt, ich habe das Buch wirklich Zeile für Zeile gelesen. Er hat sie ja auch dann bei ihrer Scheidung unterstützt. Ja, und sie wollten ja nie Geld von ihm oder nein, so. Aber plötzlich kam er und gab ihnen ein Kuvert mit 50.000 Mark. Also das war etwas, womit Und Sie wollten es ja nicht annehmen. Nein. Und da war er dann wieder, wurde er sauer, oder? Ja, da wurde er richtig sauer, weil er hatte das gemerkt. Sie müssen sich vorstellen, ich war 15 Jahre mit einem Mann zusammen und wir hatten keine Kinder. Und dafür gab es einen Grund, den ich aber erst im 12. Jahr erfahren habe und den mein Mann die ganze Zeit wusste. Und da war ich so schockiert, dass ich diesem Menschen nicht mehr trauen konnte und hat dann auch für mich überlegt, nein, also ich muss da Tabula Rasa machen. Und dann kam das heißt, der konnte keine Kinder zeugen, oder? So ist es. Ich durfte es leider in meinem Buch nicht schreiben, aus rechtlichen Gründen. Wir müssen sehen, wie wir das jetzt aber hier sagen. Aber es ist ja so, Sie haben ja auch die echte Liebe, vollzieht man ja auch sexuell mit Herrn Kohl, aber es hätte ja auch passieren können, dass Sie schwanger wären. Natürlich. Und dann haben Sie, also habe ich mal gelesen im Interview, und sagen, nein, ich hätte nie abtreiben lassen. Hätte ich nicht gemacht, nein. Also aber Sie hätten es dann auch verschwiegen? Ja, ich hätte das dann verschwiegen, also erstmal und dann hätte man weitergesehen. Ja. Ich meine, ein Kind ist immer eine Verbindung. Ja, natürlich. Aber das ist etwas... Weiß man auch bei Herrn Seehofer. Ja, natürlich, ja. Aber ich finde immer, ein Kind, der braucht... Meine Mutter starb mit 38, da war ich 10. Die habe ich sehr vermisst. Also es ist immer schön, die Eltern zu haben und klare Verhältnisse zu haben. Und ich muss auch sagen, ich bin ehrlich gesagt keine gute Geliebte, weil ich einfach klare Verhältnisse haben möchte. Deswegen war ich ja auch nie im Vordergrund. Ich sagte, um Gottes Willen, ja, dann in dem Moment hätte ich es haben müssen. Aber so, weil es gab Interviews oder Journalisten, die gefragt haben, ja, hätten sie doch, oh, das wäre doch eine tolle Verbindung gewesen und sie wollten doch immer mein Kind, aber das kann ich nicht. Ja. Insofern habe ich penibel darauf geachtet, dass ja nichts passiert. Aber wenn es dann so passiert wäre, hätte ich es nicht machen, nicht abtreiben können, weil ich wollte ja immer Kinder. Ja. Wenn Sie jetzt einfach an Helmut Kohl denken, dann haben Sie ihn ja immer noch im Herzen, nehme ich an.
Man merkt es, oder? Ja, man merkt ja, es. Ich strahle da immer noch. Ja, man spürt es. Also, das können jetzt die Zuschauer, wahrscheinlich spüren die das auch. Wenn sie, ja. Wie war er denn so, wenn er, man war ja auch mal abgekämpft. Ja. Er kam dann zu Ihnen und hat er dann auch mal gesagt, Mensch, Liebchen, ich muss dir jetzt was erzählen. Und er hat ja dann auch irgendwie mit Angela Merkel, die hat er im Grunde, die wollte er auch schöner machen, oder? Naja, also bring sie doch mal zum Friseur, oder? Wie war das? Naja, er mochte ja Frauen. Ne? Er war ja sehr charmant zu Frauen und er hat sie vor allen Dingen geschätzt. Er sagt, das ist immer dieses 3 Mark Küche, wie war das, Kirche und noch was, irgendwas, Küche, ist egal. Das ist damalige Zeit gewesen. Das konnte er aber gar nicht so richtig verstehen. Weil ich weiß nur bei Männern manchmal, wenn die irgendwie lahm werden, also die 3 Fs, Flaschenbier, Fernsehen und Filzpantoffel. Den kannte ich noch nicht, aber jetzt abgucken. Deswegen hat er die wirklich gefördert, weil er wusste, eine Mutter zum Beispiel, die ist immer diszipliniert. Ja. Und dann noch, wenn man dann noch arbeitet, dann weiß man wirklich, was man gemacht hat und geschaffen hat. Und das können manche Männer bestimmt nicht und vielleicht auch gar nicht so verstehen. Und das hat er sehr wohl verstanden. Er sagte aber immer, eine Frau sollte eine Frau bleiben. Und ihr habt doch so ein Potenzial, ihr könnt euch schick anziehen. Wir haben immer so einen langweiligen Anzug an, ja. Und deswegen meinte er, man sollte was draus machen. Und er sah das Potenzial bei Angela Merkel, womit er ja auch recht hatte. Ja. Aber auch optisch sah er das Potenzial, ja. Und damals, wenn man wirklich die damaligen Fotos mal sieht, das war jetzt nicht so das Schickste. Ich meine, heute hat sie ja ihren Stil gefunden. Ja, stimmt. Ja. Haben Sie sie mal kennengelernt? Nein, ich habe sie nie persönlich kennengelernt, nein. Ich sollte ja mit ihr mal shoppen gehen, aber ich habe dann gesagt, nein, das mache ich nicht. Aber das wahrscheinlich hat er das schon mal erzählt, dass er er sie sehr schätzt, wahrscheinlich, oder? Kann ja sein. Ich weiß es nicht, ja. Aber wie war er denn so? Er hat wahrscheinlich auch über die ganzen Themen, die ihn so als Bundeskanzler betrafen, hat bei Ihnen auch ab und zu mal Rat geholt, oder? Ja, er hat natürlich, also ich habe am Anfang überhaupt nicht über Politik, ich habe das Wort gar nicht in den Mund genommen, weil ich dachte, das ist immer so, wenn man einen Beruf ausübt und man kommt nach Hause, in Anführungsstrichen, dann will man nicht über sowas reden, dann will man erstmal ein bisschen über den Tag, was die Eindrücke waren, aber eben auch andere Dinge besprechen. Und das wurde aber, er wurde eigentlich, soll ich sagen, je mehr es zu dieser Bundestagswahlkampf ging, 98, umso ausgelaugter war er dann. Umso mehr kam dieses... Wobei er war ein riesiger Wahlkämpfer. Ja, natürlich. Er konnte er musste ja. Wie so ein Fischschwamm. Ja. Er hat ja auch Aquarien gehabt. Ja. Er konnte die immer in eine Richtung bringen. Er war ja total tierlieb. Also ich alles, was mit Tieren... Ich habe ja mal den Fehler gemacht, ich hatte es ja nicht gewusst, damals gab es ja kein Googlen, dass man, dass er Hasenzüchter war. Und ich habe irgendwann... Hasen. Hasen. Und ich habe... Also nicht zweibeinig. Nein, so war er nicht. Nee. Aber ich habe mal ein Kaninchen gekocht. Oh, das war nicht gut. Er hat es auch komplett stehen lassen. Okay. Aber er hat mal erzählt bei einem Interview, das fand ich so süß, der ging ja gern in den Zoo. Ja. Und dann war er in Berlin im Zoo. Und dann kam er raus aus dem Affenhaus, aus dem Menschen. Ist ja, glaube ich, ein Buch. Ja, dann genau. Kam er raus und dann hat er so eine ältere Dame, die hat ihn irgendwie gefragt: Sagen Sie mal, sind Sie der Kohl? Dann sagt er: Ja. Und Sie laufen da frei herum. Das war echt süß. Ja, das hat er in einer Sendung auch gesagt. Mit, aber Sie haben ja wahrscheinlich, ich fand das wirklich so toll, Sie haben ja wahrscheinlich so viel Diskretes erlebt, was Sie eben nicht gesagt haben. Das finde ich auch toll. Ja, das hätte ich auch nie gesagt. Und ich hätte im Grunde genommen auch überhaupt nichts über diese Geschichte gesagt, wenn nicht 2016 ein findiger Journalist das von der Bunden, das ausfindig gemacht hätte, dann hätte bis heute das keiner gewusst. Den Gedanke, ein Buch zu schreiben, hatte ich, aber in anderer Form, nämlich über meine Ehe, über meine Modelagentur und so weiter. Und da wäre Helmut Kohl als Freund erschienen, aber nichts weiter. Ich hätte mich nie getraut und ich hätte es auch nie gemacht. Aber dann wurde ich sozusagen damit konfrontiert und dann heißt es Farbe bekennen. Aber vielleicht gibt es doch noch mal ein Buch mit Ecki Seber und mit Ihnen zusammen. Na, also ich konnte glatt nur ein zweites Buch schreiben. Es gibt noch ganz viel, was ich rausgelassen habe. Ja. Im Grunde genommen, ich habe angefangen zu schreiben,
Ich hatte ja das Exposé geschrieben. Und also, glaube ich, 120 Seiten? Oder? 103, über 130 Seiten. Ja. Aber vor allen Dingen hatte ich erstmal das Exposé geschrieben und habe das einen Verlag geschickt. Denn im Vorfeld 2016 hatte ich über damals schon Kontakt zur Chefredaktion der Bunden, eben zur Katrin Sachse. Mhm. Und wir hatten eine wunderbare Literaturagentin. Mhm. Also wirklich einer der besten hier in Deutschland. Und die war total begeistert von der Idee und sagte, ich suche Ihnen einen tollen Verlag. Wir hat keinen einzigen gefunden. Sie war selbst überrascht über diese Sache, aber es hat sich keiner getraut, weil alle Angst hatten. Er lebte ja noch, dass man verklagt wird. Und ich wusste hundertprozentig, dass er es nicht machen würde. Ja. Im Gegenteil, er hätte sich gefreut. Und er hat ja nichts gemacht. Er hat gar nichts gemacht. Also mit der Bunden damals gar nichts. Er hätte ja machen können. Nun haben Sie ja erlebt, er ist ja gestürzt in seinem Haus, ja. Haus. Er ist ja immer mit Socken herumgelaufen, ist die Treppe runter zum Souterrain, weil dort sein Büro war. Das hat er mir erzählt, ich war da nie. Und dort ging das Telefon und rannte dahin und ist die letzten, gerade wenn man immer mit Socken läuft. Ja, 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 es ist auch für junge Menschen gefährlich. Ja, es ist wirklich. Ja, ja. Jetzt haben Sie ja erlebt, die letzten Jahre von ihm. Ja. Und Sie haben natürlich auch erlebt, dass er dann verstorben ist. Wie waren die Tage da bei Ihnen? Hätten Sie da nicht auch mal Lust gehabt, ihn wieder anzurufen und zu sagen? Ja, natürlich. Ich hätte ihn so gerne mal gesehen. Das hatte ich auch in mehreren Interviews. Oder auch mal wieder gedrückt oder so. Genau, das habe ich in mehreren Interviews 2016 auch gesagt. Also nicht in mehreren, in der Bunden und in der Morgenpost, weil das waren die einzigen Interviews, die ich 2016 überhaupt gegeben habe. Anfragen waren reichlich da. Es gibt eine kleine Geschichte. 2015, also 2014/15, habe ich eine Weihnachtskarte geschrieben an Kohls. Und was ich immer wieder mal gemacht habe, in unregelmäßigen Abständen, auch mal zum Geburtstag. Und ich habe schon gesehen, es ging ihm sehr schlecht und ich wollte wenigstens noch mal eine Karte schreiben. Und dann bekam ich 2015 einen Anruf von Dr. Maike Kohl-Richter. Und mit ihr habe ich anderthalb Stunden am Stück gesprochen, mit einer ganz kurzen Unterbrechung, weil es eine Minute an der Tür klingelte. Und dann kam sie gleich zurück und hat mir ganz viel von ihrem Mann erzählt. Und ich war damals dankbar. Und wusste sie, dass sie mit... Nein, sie wusste nur, sie sagte, ich soll sie anrufen, schönen Gruß von meinem Mann, wir würden sie gern zum Essen einladen. Sie sind doch mit ihm befreundet. Und da habe ich mich so drüber gefreut. Ich habe aber in dem Moment gedacht, dass sie nicht weiß, wer ich bin. Aber das ist ja auch sekundär. Das ist ja Vergangenheit gewesen. Ja, und das Gespräch war sehr schön. Und ich habe nur gedacht, sie ist sehr eloquent. Sie kennt sich mit Politik aus. Und sie hat dann noch erzählt, dass sie die Rede geschrieben hat für die amerikanische Handelskammer, die er damals dort gehalten hat. Das Ganze hatte ich organisiert, weil die amerikanische Handelskammer hat es nicht geschafft, den Bundeskanzler zu einem Termin zu gewinnen. Und haben mich dann damals gefragt. Und das fand ich total interessant und wir hatten wirklich viel Gesprächsthema. Aber das ist dann nicht dazu gekommen, weil er eigentlich immer, immer mehr abbaute. So, und dann kam 2016 eben die Bunte. Und dann habe ich noch gedacht, soll ich sie anrufen, soll ich ihr das sagen? Aber ich wusste in dem Moment, das wird ihr nicht gefallen. Aber auf der anderen Seite, ich muss es klarstellen, weil sonst wird irgendwas geschrieben, was vielleicht nicht der Wahrheit entspricht. Und das wollte ich nicht. Und deswegen bin ich dann quasi den Schritt an die Öffentlichkeit. Sie haben ja in der ganzen Zeit wirklich eine ganz hohe Diskretion walten lassen. Wie haben Sie das geschafft? Das geht ja nur über Liebe. Ja, tatsächlich das ist es so. Das geht nur über Liebe. Ja. Das kann man ja gar nicht anders schaffen. Weil sonst hätte man sagen, Mensch, ich kann ja da was ausschlachten, ich kann ja... Ja, nein, das ist tatsächlich so. Es geht wirklich nur über Liebe. Und es war auch eine ganz große Liebe. Wissen Sie, manche Menschen erleben das nie, dass man einen Seelenverwandten trifft, wo man vom ersten Moment an weiß, das ist jemand, mit dem, den kennst du. Und manche haben halt das Glück, dass sie es zweimal im Leben treffen. Also ich habe es eben damals erlebt und deswegen war diese Verbindung da. Aber ich habe sehr eigentlich gelitten, weil es gab kein Ende. Wir haben es nicht ausgesprochen, das hätte ich gerne noch gehabt. Und so war irgendwie immer das Ende nicht da und so lief das weiter. Und durch das Buchschreiben habe ich das Ende gefunden. Sie haben das auch verarbeitet. Ja. Aber ich glaube, wirklich, ich glaube, Frau Jabold, das Ende ist nicht da, Sie lieben ihn immer noch. Ja, das mag sein, aber
interessant, ich war jetzt jahrelang alleine. Ja. Ich habe ja wirklich niemanden, ich habe keinen gesehen. Ich habe niemanden in meine... Ja, wenn man vergleicht dann auch. Ja. Mag sein, natürlich. Ja, also es sollte jetzt nicht ein nächster Bundeskanzler sein oder sonst. Also das war nicht, im Gegenteil, das war ja für mich eher ein Hindernis. Ja. Einen berühmten Mann zu haben, sie können sich gar nicht frei bewegen. Wie gerne wäre ich mal mit ihm ins Kino gegangen oder ganz simple Dinge oder gemacht. Oder in Tierpark oder in so. Genau, also... Aber wir waren ja einige Male essen, mehr nicht, aber das war schon immer aufregend. Aber trotzdem, Sie haben wunderschöne Zeit mit ihm verlebt. Ja. Und ja, ich kann nur sagen, Liebe ist stärker als der Tod. Ja, vielen Dank, stimmt. Dass Sie heute sehr gerne bei mir in der Sendung waren. Hat mir viel Freude gemacht. Vielen Liebe Zuschauer, Dank. Ja, das war's. Also ein wirklich tolles Buch, geliebte Freunde. Und ich würde sagen, sie war wirklich nicht nur eine geliebte Freundin, sondern die hat ihn wirklich geliebt. Ja. Wir sehen uns wieder beim nächsten Le Jeune Talk. Bis dahin noch eine schöne Zeit.